So. Ivo! Ja? Schön aufnehmen. Egal, ja, was passiert. Motor ist schon komplett fertig, zusammengebaut. Da waren nur Kleinigkeiten noch, was ich jetzt machen muss. Hier die Halterung hier für die Haltexkupplung. Muss ich noch machen. Ja, es ist immer schlecht hier. Keiner hält fest hier. So, der ist auch fest. Ja, komm. So, ist auch fest. Jetzt nur noch die und dann ist der eigentlich komplett fertig. Paar Sachen muss ich noch machen, aber das kann ich später machen. Ne, hier, die Leitung hier zum Beispiel wollte ich noch mal kürzen, direkt anschließen, aber das kann ich alles später machen. Das ist ja kein Akt, was man später nicht machen kann. So, was kriege ich denn von hier? So, Motor ist komplett fertig. Wir haben ihn soweit zusammengebaut, alles ist wieder gut. Eigentlich komplett einbaufertig. Wir könnten ihn jetzt so komplett einbauen. Nur unten, nur noch unten eine Schraube von der Kupplung, also von der Kupplung, vom Getriebe zur Ölwanne, eine kleine 16er. Das kann ich auch später dran machen, das war es eigentlich auch. Sonst habe ich den auf jeden Fall komplett fertig. Der Kopf, ja, Kopf haben wir komplett erneuert. Wir haben natürlich nicht den alten Kopf genommen, also nicht den alten Kopf, sage ich, nicht den ARB-Kopf genommen. Wir haben komplett unser Originalkopf wieder bearbeitet, wobei es nicht Originalkopf war. Er wurde schon bearbeitet. Es ist kein ABY-Kopf. Wir wissen nicht, was für ein Kopf das war. Es wurde einfach mal bearbeitet. Also No-Name-Kopf ist das. So, da ist das Ganze, was wir alles erneuert haben. Also wer mich auf Insta folgt, hat das schon gesehen. Das habe ich immer wieder gepostet. Hier sind die ganzen Ventile, die so mal richtig, richtig draufgeschlagen sind. Ne? Ihr seht das. Ne? Die besten habe ich dahin getan und ja, also die leichten nach hinten. Guck, die Hydros sind auch alle neu. Schaftdichtung sind neu. Die ganzen Simmerringe sind neu. Die Kette ist neu. Ölspanner ist neu. Natürlich das Ganze geplant, kontrolliert, gemessen und so weiter. Ne? Und dazu gibt es noch eine Geschichte. Aber hast du das alles einmal komplett aufgenommen? Siehst du das alles? Sieht man, wie schön das Ganze schief ist? Ja. So, und dazu gibt es eine Geschichte, das würde ich euch ganz kurz mal erzählen. Es geht um einen, der mir das repariert hat. Ne? Ich will mich einmal ganz kurz bedanken. Nehmt euch die Zeit. Es ist echt eine geile Geschichte. So. Ich habe vor eineinhalb Jahren das Ganze angefangen mit YouTube. Meine ersten 16, 17, 18 Abonnenten. Dazu gehörte ein gewisser Herr. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen, wollte er auch nicht. Alles gut. Er hat sich dann bei mir gemeldet, wo ich diesen S3-Projekt gestartet habe. Ja, hat er sich bei mir gemeldet, hat was kommentiert. Das war auch der Erste, der kommentiert hat bei mir. Übrigens. Der hat bei mir kommentiert und gesagt, ey, Yunus, mach doch so und so. Okay, na, mein Namen wusste er, glaube ich, damals noch nicht. Aber er hat gesagt, mach doch so und so. Ne? Ich würde dir dabei helfen. Alles schön und gut. Erste Video, zweite Video, dritte Video, immer super kommentiert. Bis irgendein Video rauskam, wo ich einen Turboschaden hatte vom Kunden. Und dabei haben wir uns in die Köpfe gekriegt. Und dann hatten wir nochmal einen Glühkerzen gehabt. Wo ich einen Glühkerze halt messe, indem ich 12 Volt gebe, hat er gesagt, mach mal nicht, tut mal nicht und so weiter. Haben wir uns schön in die Köpfe gekriegt. Alles schön und gut. Kann ja passieren. Aber dadurch wurde ein bisschen Hate. Also das wurde mein Hater. Mein richtiger Hater. Ja, und dann habe ich ihn natürlich blockiert. War mir zu doof, habe ich ihn blockiert. Dann, wo ich in anderen Videos
unterwegs war und immer kommentiert habe, kam er immer dazu und hat mich immer, ja, er wusste, wo er mich halt, ich sag mal treffen kann. Ne? Ja, dann hat er mich immer geärgert, alles schön und gut. Ich habe natürlich meine Meinung immer gesagt. Ne? Wir haben uns immer schön ausgetauscht. Es war immer auf einer, ich sag mal, auf einer guten Ebene haben wir uns immer gestritten. Bis irgendwann er mich auf Instagram angeschrieben hat und mich ein bisschen, ich sag mal, unter der Gürtellinie getroffen hat. Und ich war richtig sauer. Ich war richtig sauer. Und ich bin einer, ich bin so. Es ist jetzt egal, ob ich jetzt eine Vorbildfunktion haben muss, weil ich 15.000 Abonnenten habe. Mich darf einfach keiner persönlich angreifen, so ist es. Und darf mir nichts unterstellen, irgendwas unterstellen. Und da bin ich einfach, ich sag mal sicher. Ich bin so einer. Ne? Ich lasse mir einfach sowas nichts. Also wenn mich einer persönlich angreift und dann noch auf Insta, dann werde ich einfach persönlich. Da habe ich natürlich zwei schöne Sprachnotizen geschickt, das Ganze. Und daraufhin hatten wir überhaupt keinen Kontakt mehr. Und die waren nicht nett, das sage ich auch dazu. Dann hatten wir keinen Kontakt mehr. Ich wusste schon ungefähr, wer das war. Aber ich habe ihm gesagt, ja, wenn ich dich irgendwann mal sehen würde, dann trinken wir mehr als einen Kaffee zusammen. Den Rest könnt ihr euch vorstellen. Ja, daraufhin haben wir uns immer so ein bisschen in die Köpfe Nee, danach war Ruhe. Und dann hat sich natürlich, der Salo hat das mitgekriegt und Salo kannte den auch, hat dann gesagt, ey, er ist doch in Ordnung, Yunus ist in Ordnung, du bist auch in Ordnung. Ach, hört doch jetzt auf, das ist doch Kindergarten. Egal, dann haben wir uns auch irgendwann nicht mehr gestritten. Dann hatte ich den Lupo Motorschaden gehabt. Dann hat er dann angefangen, mir immer wieder nett zu schreiben, was ich auf einmal nicht mehr verstanden habe. Aber ich war da auch so einer, ist okay. Ich bin genauso. Ich bin ein Spiegel. Behandelst du mich nett, behandle ich dich auch nett. Fertig. Na, so ist es. Und dann hatte ich den S3-Motorschaden gehabt. Und dann hat er sich gemeldet, hat gesagt, ey, Yunus, hör mal, ich will dir helfen. Habe ich gesagt, okay, gerne. Also, gib mir deinen Kopf, ich bearbeite das Ganze und mach den einfach fresh. Habe ich gesagt, okay. Weil, ich muss auch dazu sagen, wenn ihr YouTube macht, ihr kriegt Versprechen von Leuten, die ihr kennt. Da kriegt ihr mal wieder Versprechen. Ey, Yunus, ey, ich mach das bei dir, ich mach dies bei dir, ich helfe dir dort, ich helfe dir dort. Solche leeren Versprechen hört man am Tag 10-mal. Das ist so. Ne? Aber egal, das ist ein anderes Thema. Dann habe ich auch gesagt, ja, komm, ey, du, mein größter Heder, willst mir helfen. Und was war? Er kommt ungefähr von 120 Kilometer, kam hier hin und ja, der kam direkt hier hin. Hat sich den Kopf angeschaut, gesagt, Yunus, ich mach dir den fertig. Hat er mitgenommen, hat er gemacht und natürlich professionell das Ganze geplant und so weiter. Wer das nicht gesehen hat, einmal auf Instagram könnt ihr alles verfolgen. So, ja, jetzt haben wir das eingebaut und diese Geschichte fand ich so geil. Und wir saßen natürlich, ich saß bei denen zu Hause, hab die Familie kennengelernt und hab eigentlich gemerkt, was für ein feiner Kerl das ist. Ne? Ein richtig, richtig, richtig cooler Typ. Das ist manchmal so im Leben. Manchmal im Leben ist das so, dass man sich erstmal in die Haare kriegt. Warum auch immer. Es sind immer die banalsten Sachen, warum man sich in die Köpfe kriegt. Egal was. Ja, und dann, was war? Wir haben uns dann halt super, super gut verstanden. Und jetzt bin ich ihm auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ehrlich. Das war's eigentlich. So, jetzt werde ich den Motor natürlich einbauen. Der ist soweit fertig, das Ganze. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich einbauen. Ich werde das heute auf jeden Fall einbauen. Ob wir den heute starten können, weiß ich noch nicht. Weil es ist natürlich jede Menge Arbeit, den da dran zu schließen und alles dran zu machen. Ich weiß nicht, wiefern ich das alles schaffe. Wir versuchen, weil wir haben echt sehr viel zu tun. Darum kamen auch keine Videos die Tage, weil ich einfach höllen viel zu tun habe und immer wieder Probleme mit den Teilen habe. Ne? Das ist das Problem. Es gibt echt ein paar Kunden, da haben wir Teile bestellt und die haben wir immer noch nicht bekommen. Und das sind Sachen, die kriegst du eigentlich von heute auf morgen. Aber die kriege ich einfach nicht. Das ist das Problem zurzeit. Deswegen gibt es Probleme. Ja, viel zu tun. Und jetzt bauen wir meine Mutter zusammen und dann schauen wir, was Sache ist.
So, Motor haben wir jetzt zusammengebaut. Wir haben den jetzt nicht komplett zusammengebaut. Das sind jetzt, ich wollte den unbedingt mal starten. So, und jetzt starten wir den zum ersten Mal. Drück mir die Daumen. Batterie habe ich auch provisorisch schon drauf. Entlüftet habe ich schon das Ganze. Natürlich muss das Ganze noch mal richtig vernünftig gemacht werden. Das machen wir auch morgen. Aber ich möchte einfach mal wissen, läuft der oder läuft der nicht? Okay? Es wird nicht geschnitten. Es ist echt der erste Start. Und drück mir die Daumen. Drück mir die Daumen. Ivo, bleib hier. So. Ivo. Ja? Schön aufnehmen. Egal, ja, was passiert. Das Ding läuft, okay. Jetzt wird gefeiert. Und was macht man, wenn man irgendwas schafft? Genau. Also ich trinke Cola. Die anderen trinken Bier. Wir trinken Cola. Apo. Oh, geil, 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 geil. Fertig. Boah, das war ein Akt nach Feierabend. Ganz schnell jetzt zusammengebaut. Es ging auch richtig schnell. Und wie läuft der? Apo, was sagst du im Hintergrund? Top, Bombe. Ja, ne? Ja. Prost, Jungs. Geil, hier ist nur was abgebrochen hier. Ivo, guckst du? Das Ding ist hier abgebrochen, aber ich habe ja einen neuen da. Ja, Wasser ist noch nicht dran. Öl haben wir natürlich voll gemacht. Müssen wir noch ein bisschen reinmachen. Aber ich muss sagen, ein Unterdruckschlauch ist nicht drauf. Turbo ist noch nicht angeschlossen. Also was heißt Turbo nicht angeschlossen? Was noch? Nicht Turbo. Ja, für den Wastegate und so ist nicht angeschlossen. Aber sonst ist alles angeschlossen soweit, bis auf die Front. Ne? Jetzt muss alles nur noch vernünftig verlegt werden. Das Ganze. Aber ich bin gerade so happy. Ivo, du hast das nicht, hast das mitgekriegt? Motorschaden? Ja, bei denen. Ja. Ja. Hast du ja mitgekriegt, ne? Mhm. Und das Geile ist, das Ding läuft wieder. Boah, ich bin so happy. So happy. So, auf jeden Fall. Ich baue den morgen zusammen. Und da gibt es sofort natürlich eine Probefahrt. Und dann nehme ich euch mit. Und hier danke ich nochmal an den Anonymen. Ich danke dir auf jeden Fall. Bleib gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.